Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Trading-Tipp und das ist ein kurzer Investment-Trading-Tipp und zwar habe ich, denke ich mal, ein ganz gutes Investment herausgefunden und ich würde sagen, wir beginnen mal und zwar habe ich hier fünfmal Peter Crouch geholt. Wieso habe ich den geholt? Weil erstens mal, also es gibt zwei Gründe, ja, erstens mal bekommen diese ganzen Karten Werte-Upgrades vom 29. bis zum 1. November, also 29. Oktober bis 1. November, das ist Sonntag bis Mittwoch und da bekommen die teilweise extrem krasse Werte. Upgrades. Peter Crouch geht zum Beispiel von der 75 hoch auf eine 87 und hat dann 85 Tempo, 85 Shooting und 80 Physis, also extrem gute Werte. Allein deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der steigen wird. Ihr seht hier, ich habe die alle so für 16k gekauft, also wieso sollte der nicht irgendwie auf 25k oder so steigen? Das ist der erste Grund, warum ich investiert habe und der zweite Grund ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass da SBCs rauskommen werden, wo man einen Scream-Spieler anwenden muss oder vielleicht sogar zwei Stück. Also es gibt ja im Moment noch die ein oder andere SBC zu Halloween, wenn ich sie jetzt finden würde. Okay, anscheinend sind die alle gerade weg. Okay, aber ich denke mal, dass noch welche kommen werden. Und zwar, wo man dann eben einen Scream-Spieler verwenden muss. Dass da zum Beispiel steht, du brauchst ein 83er Rating und zwei Scream-Spieler da drinnen. Wenn jetzt zum Beispiel am Montag die SBC rauskommt, müsst ihr überlegen, hat Crouch ein 87er Rating. Und wenn dann eine SBC rauskommt, wo man dann eben solche Spieler verwenden muss, dann werden die zu 100% steigen, aber eben nur wenn solche SBCs rauskommen. Wenn sie nicht rauskommen, dann könnte es sein, dass der Spieler vielleicht so auch auf 15k oder so runtergeht oder 14k oder so, aber viel weiter wird er, denke ich, nicht sinken. Und ich habe jetzt einfach mal investiert und ihr könnt es gerne auch machen, aber es ist natürlich wie immer auf eigene Gefahr, also bitte dann nicht bei mir aufregen, falls es dann nicht funktioniert. Es ist auf eigene Gefahr. Denkt bitte selber nach und es ist eure Entscheidung. Es ist eure eigene Entscheidung, ob ihr auch investiert oder nicht. Aber wie gesagt, Crouch geht hoch auf eine 87. Wieso nicht? Wieso nicht? Ja, er kostet 16k. Man kann da nicht viel falsch machen. Ich meine, der kann höchstens oder mindestens auf, weiß ich nicht, 13k oder so sinken. Ich meine, ein Spieler mit einem 87er Rating, der wird ja nicht krass sinken, ja. Ja, das ist so meine Meinung und ich denke mal eben, dass eine SBC rauskommen wird, wo man diese Spieler braucht und dann werden die eben hoffentlich hochgehen. Das hoffe ich wirklich sehr und ja, Freunde, natürlich auch investieren in 84er und 83er, die werden auch noch steigen, wenn da eben dann endlich mal wirklich die passenden SBCs rauskommen. Sie sind zeitweise auch schon gestiegen wegen dieser einen Ultimate Scream SBC, aber 83er und 84er ist auch immer wichtig, dass ihr da investiert, zum Beispiel so ein Aduris oder so, könnt ihr euch ganz oft mitnehmen oder ein Glick oder so, ist auch ein 85er, das geht auch komplett klar, der ist nämlich auch nicht so teuer und ja, Freunde, das ist an sich jetzt auch schon das Video gewesen. Ein kurzer Investment Trading Tipp, schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob ihr investiert oder ob ihr nicht investiert. Und dann war es an sich mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und...